Hallo da draußen, heute der sechste Teil des Vortrages von Stefan Weber über Remote Viewing. Falls ihr die ersten Teile noch nicht gesehen habt, empfehlen wir euch, diese zuerst anzuschauen, um alles zu verstehen. Jetzt viel Spaß mit dem sechsten Teil, UFO über Ascona. So, jetzt kommen wir nochmal zu einem Fall, wo ich selber erlebt habe. Und das war im Tessin, in Ascona, während dem Feuerwerk. Und klar, da hat es viele Leute, aber wie gesagt, Feuerwerk und so weiter. Und ich bin da in der Wiese gelegen. Und beim Feuerwerk war, die haben so Vulkane dann, sag jetzt mal, gestartet, und das war langweilig für mich. Das hat mich schon, oder ja, schon als Kind nie interessiert. Und dann habe ich einfach in den Himmel geschaut und ich habe es hier digitalisiert, also das ist kein Originalbild leider. Ja, und da war da so ein heller Punkt. Ich sage jetzt mal, der war so zweimal so groß wie ein normaler Stern. Also eigentlich sehr, sehr gut, sage ich jetzt mal, getarnt, wenn es das gewesen sein sollte. Und dann habe ich den so angeschaut und dachte so für mich, du gehörst da nicht hin. Und in dem Moment, wo ich das gedacht habe, hat dieser Punkt einfach nur so gemacht. Also so hin und her und ist dann in einem riesen Bogen und wirklich im ganzen Himmel verschwunden. Also unglaublich. Ich habe dann später die eine Freundin gefragt, ob sie das auch gesehen hat, weil sie war da mit dabei, und sagte so, was? Und dann habe ich gesagt, ja, dieses Ding. Und sie so, ja, das war so ein schwarzes Dreieck, sie hat es auch gesehen. Also die hat etwas anderes gesehen zu diesem Augenblick. Aber ja, leider habe ich nichts gefunden von Originalaufnahmen, weil es waren auch Drohnen da in der Luft, muss man sagen, aber diese Flugbewegung, keine Chance. Ich würde sagen, das sind nahezu 100.000 Stundenkilometer, keine Ahnung. Also so etwas, vergesst alles. Keine Erklärung. Und darum... Natürlich, ihr erratet es schon. Genau, habe ich es wieder viewen lassen. Und da habe ich es jetzt auf der physischen, psychischen und metaphysischen Ebene angeschaut. Und X, die Lichterscheinung aus Stefan Webers Wahrnehmung. Also, wieder, ihr merkt es, absolut neutral kodiert. Ja? Das sind jetzt drei Viewer. Es folgt einem Ablauf und hat mit P1 zu tun, also mit mir. P1 ist in der Mitte des Geschehens und steuert unbewusst. Bewegt sich links, rechts, sehr wunderlich, wie eine Welle. Es rast in Dynamik herunter. Frrr. Genauso hat die Viewerin aufgeschrieben. Die zweite Viewerin, nicht fest, nicht farbig, etwas löst X aus. In Zitterbewegung ist Energie drin von X und dem Ursprung von X ein kleines Teilchen. Und die dritte Viewerin hat hier einfach den Sternenhimmel gemalt und dann einen Punkt umkreist und den mit X und Y versehen. Also das ist jetzt wieder Stufe 3. Aber wenn ich so drei Viewings habe, ist mir klar, ja, die sind on target. Also, beschreibe die Ebenen und jetzt vom ersten Viewer, also A, die physische Ebene. Wirkung auf P1. P1 muss das Beste geben, Herausforderung, Höchstleistung. Und Wirkung auf unmittelbare Umgebung. Es ist einschneidend, es stoppt ein Prozess, hält sich nicht an Regeln. Funktionen nicht, wie sie sein sollten.
verhindert Eintritt oder Beitritt durch eine Art Explosion. Dann B, auf der psychologischen Ebene. Wirkung auf PIs, Hilflosigkeit wie Absturz, unerwartet und überwältigend. Auf die Umgebung, X ist fast überall vorhanden, wie Kette oder in Energiekette vorhanden. Dann auf der metaphysischen Ebene. Wirkung auf P1, wie neue Dimension. P1 ist dabei, dass die Wirkung wie eine neue Dimension ist. Auf die Umgebung, X ist wie abgetrennt, abgewandert, wie hinter Glas. Etwas beginnt wieder zu leuchten oder strahlen. Funktion, wie Fusion, braucht Wasser, Energie und Informationsspeicher. Fusion hintergeht Grundregeln. P1 versteht die ganzen Zusammenhänge sehr gut, aber hat Bedenken, dass das Ergebnis nicht geglaubt wird. Ja. Ablauf von A, B, C. Also die Viewer haben dann gemerkt, was zuerst war. C geschieht am Anfang. Also das heißt, in der metaphysischen Ebene entsteht das irgendwie. C geschieht am Anfang und braucht Kraft mit dem ganzen Körper. Dann folgt A, Prozess ausgelöst, hat mit dem Leben zu tun, dann Reaktion in B. Also zuerst C, auf der metaphysischen Ebene materialisiert sich's oder es wird dahin gerufen, eine materialisierte Idee, wie der Illo Brandt von Ludwiger sagt zum Beispiel, dass sie sozusagen durch den Hyperraum reisen, was auch immer. Und als zweites kommt dann A, dann sieht man es auf der physischen Ebene. Und dann in der psychologischen Ebene gibt es diesen Absturz. Genau. Dann vom zweiten Viewer, also wieder die physische Ebene. Wirkung auf P1, geradlinig, eben, ohne Störung. Auf die Umgebung, Hitze, Druck, Aufregung. Ursprung von X, helles, wie Blitz, halt durch. Das, was X auslöst, kommt mir höher vor. Fast schon perfekt, Ursprung von X ist übergeordnet. Dann auf der psychologischen Ebene wieder. Wirkung auf P1. Leiser, aber unaufhebbarer Zerfall. Also ob etwas wegbröckelt, auf die Umgebung, eventuell längerfristig. Ursprung von X, etwas einmischen, was nicht dazugehört. Metaphysische Ebene, Wirkung auf P1, jemand anderes kommt ins Spiel. Auf die Umgebung, X füllend, füllt etwas auf. Ursprung von X, wie eine Werkstatt, umbauen, Strukturen sind neu. Dann der dritte Viewer, X auf der physischen Ebene, allgemein weich, soft, feinstofflich da. Wirkung auf P1, keine Wirkung. Auf die Umgebung, Wachstum weit größer. Ursprung von X, wie im Reagenzglas, egal da oder nicht, existiert nicht ohne P1. Außerhalb von P1 konnte X nur ein kleiner Teil wahrnehmen. Den anderen fehlt die Vorstellungskraft oder der Zugang. X existiert zu gewissen Teilen. Also ihr seht, hier kommen echt tiefe Erkenntnisse immer wieder zutage, was der Viewer da wahrnimmt. Und da muss kein Experte sein, es kommt einfach irgendwie rein. He? Der Experte muss der sein, der das dann analysiert. X auf der psychologischen Ebene, Wirkung auf P1, bedrohend hat die Form geändert. P1 hat Angst, zu viele Informationen gekriegt. P1 ist sich dessen Information nur zum Teil bewusst. Themen der Information, Blut, Gesundheit, Körper, Medien, mutierte Bestätigung auf die Umgebung. Etwas geht weg. Oder
Tilt Urinformation bleibt länger, Ursprung von X eine Mutation. Auf der metaphysischen Ebene X allgemein flüssig, gasförmig, aber zäh. Wirkung auf P1 macht träge, müde, P1 ist von allem abgelenkt, Röhrenblick auf X. Auf die Umgebung belämmert, X ist neutral, auf andere braucht Verbindung, Attachment. Ursprung von X, schier Überschüttung, nicht mehr erfassbar, Vertuschung, falsche Vorannahmen, X lebt. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, Skizze. Sie müssen eine Skizze machen von X oder eben Y. Y ist der Ursprung von X. Und dann der Viewer 1 hier. X allgemein weich, leicht gewölbt, glatt, metallische Funken, auch nicht sichtbare Struktur vorhanden. AI, also wie findet der Viewer das? Ungläubigkeit, X entfernt sich von nicht sichtbarer unterer Struktur. Ein EI, also Fremdemotion, ist vorhanden, das heißt jetzt in X, ist blond, fein, jung, Hautfarbe hell, aber nicht bleich. Nicht bleich, Augen gräulich blau, nicht menschlich. AI, überwältigend. Der zweite Viewer, der hat ein bisschen mehr Distanz gehabt. X allgemein, Energie, hell wie die Sonne. Außerhalb zuerst dunkel, dann explosionsartige Bewegung. Die explosionsartige Bewegung ist hier noch dargestellt mit dieser Linie. Genau. Und dann der letzte Viewer. X allgemein löst sich, dann kurze, schnelle Auf- und Abbewegung, hat vorhin schon angefangen, war aber nicht sichtbar. X allgemein, heller Punkt, warm, heiß, weich, formbar und wie kleine Materie. Keine Materie. Intelligent, mega viele Informationen, ehrfürchtig, Ursprungsinformation, etwas Heiliges. P1 ist geflasht, etwas noch nie Dagewesenes. Ja, das kann ich definitiv bestätigen. Also ihr seht jetzt, drei Viewer, sie haben keine Ahnung, sie bekommen X, A, B, C und solche Daten kommen raus. Und ich habe das dreimal viewen lassen, von diesen drei und sonst nie. Von jemand. Und wenn ich den nächsten draufsetze, bekomme ich noch mehr Daten und den nächsten noch mehr Daten und noch mehr. Und ihr seht das Potenzial, was man damit machen kann. Dann, ich habe einen Bericht geschrieben an die MUFON, habe aber kein Feedback bekommen. Hier nochmal alles beschrieben, weil dieses Erlebnis, also ich habe nicht mal ein Fake-Video gesehen, das so krasse Bewegung gemacht hat, wie das, was ich da in an diesem Abend gesehen habe.